Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Letztes Mal, was haben wir letztes Mal gemacht? Haben wir Rotschlund getötet und da ist die eine hier aufgestiegen und ich wollte jetzt mit Neil reden, also machen wir das jetzt. Ich ahne nichts Gutes. Oh hey, da ist die Blume. So, wo ist der Boy? Er ist irgendwo hier. Hier gibt es sogar ein Lagerfeuer. Nicht interessant. Neil, ich habe mich unterwegs gefragt, na, ob du mich in einen Hinterhalt lockst. Wo wäre denn da der Spaß? Irgend so ein Banditenlager wäre doch keine Arena für uns. Aber das hier, viel besser. Hier herrscht Dramatik. Also, was sagst du? Was würdest du von einem Duell halten? Komm, ich nehm's an, der greift mich so oder so an. Wenn es denn so enden muss, Neil. Alles muss enden. Bloß, du bist so ein pflichtbewusster Mensch. Ich möchte dich nicht zu etwas Unauthentischem drängen. Vor allem der Tod. Es gibt nichts Authentischeres. Sehr rücksichtsvoll von dir. Beenden wir es. Oh, der will in den Nahkampf gehen. Au. Ich wollte ihn tatsächlich im Nahkampf so auch angreifen. Ja gut, well. Das war... Neil, ich hab mich und... Wo wäre denn da irgend so... Wenn es denn... Alles vor allem... Sehr rücksicht... Warte, ich mach mal. Ich bin... Nicht so voreilig. Wenn es um Leben und Tod geht. Jäger gegen Jäger. Ist das wirklich, was du willst, Neil? Aber ich erkenne, dass diese Welt dich... Das verstehe ich nicht. Ich kämpfe nicht mit dir. Meine Entscheidung. Respektiere sie oder schieß mich hinterrücks nieder, wenn ich gehe. Dann ist es vorbei. Dein letzter Pfeil ist der schlimmste. Oh, Anlass zur Sorge. Abschied. Ich hab dir zwar die Wahl gelassen... Oh, okay. Kann ich das nochmal laden? Ich weiß nicht, ob immer was passiert, wenn ich es ablehne. Oh, ist es so.
Neil. Wo werde irgend so alt? Wenn es denn so alles vor allem sehr beenden wir. Das ist halt echt viel, der Typ. Da wird er seinem Kampf gegen die Banditen eigentlich immer so richtig abgelost hat. Guck nicht so besorgt. Ich sollte sagen, ich wusste, dass es so enden würde, seit wir uns begegnet sind. Aber ehrlich gesagt, ich dachte, ich schaffe dich. Was? Achso. Wow. Naja. Dann ist das auch geschafft. Stufe 45. Das nehme ich für unterwegs mit. Dass der einfach so die Leute hier tötet. Was habe ich jetzt eigentlich noch? Waffen denn? Und nach der. Hätte ich gewinnt. Langhälse. Gab's da nicht noch irgendwo einen? Da hinten gibt's. Und da oben auch einen, aber. Der DLC, der zählt da nicht so. Auf Jagdgebiet. Die Jagdgebiete. Oh, ich wollte die Brutstätte machen, aber naja, das da kann ich auch nicht speichern. Das irgendwas machen. Ich könnte die Metallblume da oben holen. Das mache ich doch mal. Ich glaube, das funktioniert gut. Aber da hinten muss ich nicht hin. Also nicht mehr wirklich. Da kann ich da hoch und die Figur holen. Dann habe ich da auch was geschafft. Ich möchte eigentlich nur kurz aufnehmen. So zwei Folgen. Und dann nehme ich später auf, weil ich möchte jetzt dann noch zum Einkaufen. Und dann kann ich währenddessen rendern und hochladen. Und dann hole ich noch diese Collectible Sachen. Weil dann habe ich das auch weg. Wollte ich ja eh fertig machen. Aber ich sehe schon, ich muss wahrscheinlich nach da oben gehen. Da hinten hin. Und den ganzen Weg da rumlaufen. Aber gut. Dann erkunde ich halt wenigstens die Gegend. Da kriege ich bestimmt auch noch irgendwelche Quests, die ich machen kann.
hier ist es relativ ruhig, muss ich sagen. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Da haben sie wahrscheinlich vergessen, Gegner einzusetzen. Aber, na gut, ist ja nicht schlimm. Ah ja, da vorne ist schon eine Quest. Lass mich in Ruhe. Siehst du nicht, dass ich am Suchen bin? Ich bin auch am Suchen. Okay, was ist los? Ist jemand reingefallen? Nein, ich... Hast du ein Mädchen gesehen, etwa 17? Ich kann es nicht sagen. Glaubst du, dass sie sich umgebracht hat? Ich weiß es nicht. Elida, meine einzige Tochter, sie ist weg. Wo sahst du sie zuletzt? Gestern Abend, zu Hause. Es ging ihr besser. War sie krank? Sie wirkte so betrübt. Da freute es mich, dass sie in den Garten wollte. Aber sie kam nicht wieder. Wer sucht sonst noch nach ihr? Ich sagte den Wachen, dass sie weg ist, doch das war wohl sinnlos. Sie sagen, in dem Alter laufen Mädchen öfter weg, nicht meine Elida. Ich habe ihre Freunde gefragt. Doch sie haben sie seit Wochen nicht gesehen. Wochen! Warum weiß ich das nicht? Aber sie suchen sie. Ich war schon überall. Und dann dachte ich, sie könnte hier im Wasser sein. Bei der Sonne! Hat sie sich denn ungewöhnlich verhalten? Sie war wie ein anderer Mensch. Sie war ein glückliches Kind. Spielte draußen mit den Jungs. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Sie ist grundsätzlich anderer Meinung als ich. Hasst die Waffenruhe. Glaubt, wir hätten den Krieg gar nicht erst führen sollen. Seit Monaten sehe ich kein Lächeln. Sie hockt immer in ihrem Zimmer. Ich hätte auf sie achten müssen. Ich kann Spuren lesen. Ich kann sie suchen. Wo war sie zuletzt? Im Garten. Bitte. Vielleicht findest du dort etwas. Ich tue mein Bestes. Möge die Sonne dich führen. Oh, da oben ist auch nochmal eine Quest. Ich glaube, ich muss später mal das Noise Gate ein bisschen runterstellen. Weil ich merke ab und zu, dass meine... dass meine Sätze ab und zu leicht abhackt. Das war unglaublich. Sie hat der Wahl mühelos geschlagen. Selbst in guten Zeiten mache ich kaum Profit. Besonders, weil ich immer so viel wie möglich den Bedürftigen gebe. Möchtest du etwas Obst? Genieß es lieber, bevor sich jemand mit dem Rest davon macht. Hat dich denn jemand bestohlen? Ja, beinahe jede Nacht. Nicht so viel, dass ich zumachen muss. Aber genug, um weh zu tun. Hat der Dieb Spuren hinterlassen? Nur ein paar Schalen von Früchten am Lagerhaus. Keine Hinweise. Warum gehen die Wachen dem nicht nach? Die Wachen geben Tieren die Schuld. Doch das glauben sie selbst nicht. Sie haben wohl andere Sorgen als meinen schmalen Lebensunterhalt. Hast du irgendeinen Verdacht? Die meisten Leute hier kenne ich seit der Kindheit. Ich glaube nicht, dass sie Obst stehlen würden, was aber ein paar andere Sachen angeht. Ich kann Spuren lesen. Ich kann den Dieb suchen. Wirklich? Vielen Dank. Du könntest in meinem Lager am Fluss anfangen. Jemand muss verzweifelt sein, zu stehlen, statt einfach zu fragen. Mal sehen, was ich finde. Wirklich alles, was du hast? Das wird niemals reichen. Oh. Dann ein Schatten. Das ist halt noch meine Quest. Das sind alles so diese Quests, die so wack sind. Oh. Geh mal hin. Und jemand beklaut mich.
Ah, sind den Dieb. Die maschinenreitende Nora mit dem Spezialspeer. Welch ein Glück, dich zu treffen. Ich habe einen Vorschlag. Komm näher. Nenn mich Fernand. Fernand. Hey, Fernand. Meine Augen sind hier. Ich betrachte deinen Speer. Er ist prachtvoll, aber wie funktioniert er? Man steckt seine Spitze in die Maschine. Ja, aber wie macht er aus Feinden Freunde? Ganz einfach, wirklich. Ja? Aber das verstehst du nicht. Okay, Fernund, was für ein Vorschlag. Als der idiotische Kaja-König herrschte, versteckten Fremde oft Wertsachen von Räubern. Tja, ich fand eine. Was ist es? Ein Relikt von den Alten. Du würdest es vermutlich besser begreifen als ich. Doch leider liegt es in zu großer Höhe für mich. Aha, und ich soll es jetzt für dich holen? Ein brillanter Plan. Du kannst bestimmt besser klettern als ich, ganz sicher. Hol es, bring es her und wir teilen den Gewinn. Soll ich nicht erstmal schauen, was es ist? Das geht auch. Das ist auch wieder so eine richtig retardete Quest. Und der Dude, holy shit. Was machst du denn genau? Ich handle mit Basteleien. Günstig kaufen, teuer verkaufen. Aber in diesem Fall kaufst du ja nichts. Manchmal da finde ich auch Basteleien. Gut. Könnte interessant sein. Was soll ich tun? Das Relikt liegt beim Anstieg zum Dämmerberg. Bring es zu mir an den Meridian Docks. Und es wird sich auszahlen. Das werden wir sehen. Ja, okay. Ein merkwürdiges Angebot. War jetzt wirklich merkwürdig. Und der Dude ist auch merkwürdig. Und anscheinend kennt auch jeder Aloy. Als wäre sie weltbekannt. Oh, da ist ein Sägezahn. Ja. Really? In der Animation? Das ist doch... Variante.
Okay.